Wir haben immer vermutet, dass die Wahlergebnisse in der DDR gefälscht sind, denn wir wussten, dass so und so viele Leute nicht wählen gehen, dass es auch Nein-Stimmen gab. Wir haben uns in den Gruppen auch mit dem Wahlgesetz der DDR beschäftigt, um genau zu erfahren, was ist denn eine Nein-Stimme, welche Handlung führt zur Ungültigkeit und auch um uns über Rechte zu informieren, nämlich zum Beispiel, dass man zu sogenannten Wahlvorstellungsrunden der Kandidaten der Nationalen Front ging und dass man zum Auszählen der Stimmen das verbriefte Recht hatte. Und so war es auch in Leipzig, dass wir uns verabredet haben, dass wir möglichst flächendeckend in die Wahllokale gehen, um zu sehen, wie sind die Ergebnisse und die dann auch zusammenführen. Ich kann mich also gut erinnern, dass ich 1989 auch zu solchen Diskussionsabenden gegangen bin, dass es immer irgendwelche Reaktionen gab, die man richtig wahrnehmen konnte, wenn man irgendeine kritische Frage stellte an die Kandidaten. Und am Wahltag habe ich noch versucht, Nachbarn mit zu motivieren, kommt doch mit, wir gehen mal in das Wahllokal, in die Schule und zählen mit bzw. beobachten die Auszählung. Es war niemand bereit und das war für mich auch so ein Anzeichen, dass selbst die Inanspruchnahme von kleinen Rechten, dass die schon Ängste provozierte. Die Nachbarn hatten einfach Angst, dass es für sie Nachteile geben könnte, wenn bemerkt wird, ah, du warst bei der Auszählung dabei. Ich habe es gemacht. In meinem Wahllokal waren es etwa 15% Nein-Stimmen. Das war ein hoher Anteil. Im dem Kirchgemeindezentrum um Michael Turek wurden diese Ergebnisse, die an ganz vielen Schulen oder Wahllokalen ermittelt worden sind, zusammengetragen. Und im Ergebnis wussten wir dann, dass vielleicht etwa 90% immerhin so eine hohe Anzahl für die Kandidaten der Nationalen Front gestimmt haben. Im Durchschnitt in Leipzig, das offizielle Wahlergebnis lag aber bei etwa 98%. In der Folge dessen, weil das auch DDR-weit organisiert worden war, haben dann Menschen die Strafverfolgung forciert. Sie haben also die Wahlfälschung als justiziabel angesehen. Und im weiteren Ergebnis wissen wir ja, dass dann Anfang 1990 in Leipzig die Stadtverordnetenversammlung geschlossen zurückgetreten ist, wegen der nicht wirklichen Legitimation. Der damalige Oberbürgermeister ist auch angeklagt worden wegen Wahlfälschung. Er hat eine Bewährungsstrafe bekommen. Aber es war so ein letzter Versuch der DDR-Regierung, mit gefälschten Wahlen zu zeigen, wie angeblich das gesamte Volk hinter ihnen gestanden hat. Auch ein Ergebnis von 90% ist für mich nicht ein Ausdruck, dass 90% hinter der DDR-Regierung gestanden haben und ihrer Politik. Aber sie waren nicht mutig genug zu sagen, nein, ich gebe eine Nein-Stimme ab. Und wer sowas erlebt hat, der weiß eigentlich den Wert von freien und geheimen Wahlen erst richtig zu schätzen. Wolfram, wie alt warst du eigentlich damals bei der Kommunalwahl 89 und hast du noch konkrete Erinnerungen daran?
Also ich war schon fast 16 und ich habe noch konkrete Erinnerungen, weil es die erste Wahl war, an die ich mich erinnern kann, wo wir in der jungen Gemeinde, in der Familie, im Freundeskreis diskutiert haben, dass es sich jetzt vielleicht mal lohnt, zur Wahl zu gehen. Denn dieses Regime war ja schon am Bröckeln. Und wie man das machen muss, dass man nämlich mit Nein stimmen kann, indem man alle Kandidaten mit Lineal ordentlich durchstreicht und in die Wahlkabine geht. Und ich erinnere mich auch noch daran, wie danach gezählt worden ist in den Wahlkabinen und wie man dann beim Vergleich zwischen den offiziellen Ergebnissen und dem, was gezählt worden ist, diese Wahlfälschung das erste Mal wirklich mit Zahlen klar machen konnte. Aber wie ist es denn bei dir gewesen damals, 89? Naja, ich bin ein bisschen jünger als du. Ich war damals 9 Jahre alt bei der Kommunalwahl, aber ich erinnere mich auch noch ganz gut, weil ich habe damals meine Oma begleitet, das erste Mal in einem Wahllokal. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, weil meine Oma ist gar nicht in die Wahlkabine gegangen, sondern hat einfach diesen Zettel gefaltet und dann in die Urne gesteckt. Und ich hatte da ganz viele Fragen, warum sie das eigentlich nicht gemacht hat, aber ich habe damals keine Antworten bekommen. Und ich bin total froh, dass wir heute in einer Demokratie leben, wo Leute frei und geheim wählen können. Und ich hoffe, dass bei den Kommunalwahlen, dass bei den Europawahlen und auch bei der Landtagswahl am 1. September ganz, ganz viele Leute von ihrem Wahlrecht auch Gebrauch machen. Und dieses Recht werden wir uns auch nie wieder nehmen lassen hier. Im Jahr 1989 sind viele Bürgerinnen und Bürger aufmüpfiger geworden, weil sie begannen, das System zu durchschauen. Die Wahlen wurden ja trotzdem abgehalten, obwohl nichts zu wählen war. Und die Leute sind zum großen Teil aus Angst hingegangen, weil sie Repressalien befürchteten, wenn sie nicht zur Wahl gingen. Und die Ergebnisse waren immer so nahe 100%, 98%, 99% für die Kandidaten, die aufgestellt waren. Es gab ja keine Alternative. Und das haben wir angezweifelt, ob das wirklich so war. Denn wir kannten viele Leute, die Nein angekreuzt haben, beziehungsweise den Zettel durchgestrichen haben oder eine ungültige Stimme abgegeben haben. Und das können ja nicht nur 1% gewesen sein. Wir schätzen, das waren vielleicht 5%. Und das ist auch ein Unterschied. Und deswegen haben wir angefangen, die Wahlen mit auszuzählen. Also wir waren dann bei der offiziellen Auszählung der Stimmen dabei und haben beobachtet, wie viel Ja- und wie viel Nein-Stimmen herausgekommen sind. Und das Ergebnis haben wir aufgeschrieben. Ich war damals in Berlin und wir haben uns auf den Stadtbezirk Berlin-Weißensee konzentriert. So viel waren wir nicht, dass wir ganz Berlin hätten beobachten können. Aber ein Stadtbezirk ist schon ganz schön viel. Stadtbezirk Berlin-Weißensee, da gab es 67 Wahllokale. Und wir haben es geschafft, in 65 davon Leute, Beobachter zu postieren. Allein oder zu zweit. Ab 18 Uhr sind dann die Menschen dann hingegangen und haben mitgeschrieben, wie die Ergebnisse waren. Denn die Ergebnisse wurden ja nicht pro Wahllokal veröffentlicht, sondern pro Wahlbezirk. Also der gesamte Bezirk Berlin-Weißensee wurde zusammengefasst von der Wahlkommission und dann wurden dann die Ergebnisse Ja- und Nein-Stimmen veröffentlicht. Und wir haben diese Summe mit unserer selbst errechneten Summe verglichen und große Differenzen festgestellt. Es waren also, um es kurz zu sagen, viel mehr Nein-Stimmen, die wir gezählt haben, als offiziell veröffentlicht. Und dabei hatten wir noch nicht alle Wahllokale, 2 fehlten ja. Wir hatten nur 65 statt 67. Trotzdem hatten wir viel mehr Nein-Stimmen ausgezählt, als offiziell am nächsten Tag in der Zeitung stand. Und das habe ich dann und noch einige Freunde zum Anlass genommen, eine Anzeige wegen Wahlfälschung zu erstatten. Es gab in der DDR den Paragraph im Strafgesetzbuch 211, der lautete, wer eine Wahl fälscht, wird bestraft. Ich weiß nicht mehr, wie die Strafandrohung war. Und mit Hilfe dieses Paragraphen habe ich einen Staatsanwalt von Berlin-Weißensee geschrieben und eine Anzeige erstattet. Gegen Unbekannt natürlich. Ich wusste ja nicht, wer die Wahl gefälscht hat. Anzeige gegen Unbekannt wegen Fälschung des Wahlergebnisses. Ich wurde dann einbestellt zur Staatsanwaltschaft. Die Bezirksstaatsanwältin hieß Milke. Nicht wie der Stasi-Chef Milke, sondern nur mit einem I. Das weiß ich noch genau. Und ich wollte jemanden mitnehmen, aber das ging nicht. Ich wurde nur alleine vorgelassen. Und kam dann in das Dienstzimmer von der Frau Milke. Und sie hat mir gesagt, Sie haben hier eine Anzeige erstattet wegen Wahlfälschung. Und ich teile Ihnen mit, diese Wahl ist 3-mal geprüft worden. Von der örtlichen Wahlkommission, von der Bezirkswahlkommission und von der republikweiten Wahlkommission. Wenn die also die Wahl 3-mal überprüft worden ist, da kann sie ja gar nicht gefälscht sein. Ja, und dann durfte ich das Gebäude wieder verlassen. Diskussion war nicht möglich, aber
doch ein kleiner Erfolg. Ich durfte das Gebäude als freier Mensch verlassen. Denn ich hatte schon damit gerechnet, dass man mich vielleicht gleich da behält und gegen mich Anzeige erstattet, weil ich die Majestät beleidigt hätte. Denn eine Anzeige gegen ein staatliches Organ, dazu gehörte schon einiges. Das hätte sich vor 3 Jahren noch niemand getraut. Aber 1989 waren wir so weit, dass wir Anzeige gegen staatliche Organe gemacht haben und durften das Gebäude dann zwar ergebnislos, aber als freie Menschen verlassen. Und wir waren dann noch so frech, dass wir jeden Monat später, am 7. des nächsten Monats, wieder eine Demonstration gemacht haben. Also am 7. Juni, am 7. Juli, August haben wir ausgelassen. Dann wieder 7. September gab es eine kleine Demonstration auf dem Alexanderplatz gegen Wahlfälschung. Es wurde dann zwar immer von der Polizei aufgelöst, man wurde zugeführt, aber das war auch eine Form des Protestes, der dann schließlich zur friedlichen Revolution führte.